Als erstes setzen wir uns mit dem Kunden für ein erstes Gespräch zusammen und lernen uns besser kennen. Hier ist es wichtig, dass uns der Kunde vorab aufklärt, was ihm besonders wichtig ist, welche Zielgruppe angesprochen werden soll und auf was generell so zu achten ist. Genaueres dazu kannst du aber in der Folge über was können sich Kunden vorab Gedanken machen erfahren. Der Kunde gibt uns also Denkanstöße, die wir in einer ersten Konzeptidee weiterentwickeln. Wird dieses Konzept abgesegnet, folgt die Vorproduktion, in der alles durchgeplant wird. Wir kümmern uns zum Beispiel um Requisiten, Schauspieler, Maske, Catering und Drehmotive. Wir machen also auch Location-Scoutings und Schauspieler-Castings, falls das denn für den Film notwendig ist. Und wir holen natürlich auch die Drehgenehmigungen dafür ein. Der Kunde kann sich also eigentlich komplett zurücklehnen. Im Endeffekt wird nur das von ihm gebraucht, was sowieso schon vorhanden ist. Und wenn dann alles organisiert ist und der Drehplan steht, startet die eigentliche Filmproduktion, also der Dreh. Das sind meistens so 1 bis 2 Tage, je nach Projekt natürlich. Hier arbeiten wir mit unseren internen Ressourcen. Das heißt, von den Mitarbeitern am Set bis zum Equipment haben wir nahezu alles bei uns im Haus. Dadurch sind wir sehr flexibel und können uns super an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Danach wird das gedrehte Material in der Postproduktion nachbearbeitet, also sortiert, geschnitten und mit Musik unterlegt. Hier wird dann auch ein Sprecher ausgewählt, falls es denn einen Sprecher geben soll, und eventuell kleine Animationen produziert, wie zum Beispiel eine Logo-Animation oder Texteinblendungen. Im sogenannten Color Grading bekommt es dann den Feinschliff. Dort wird dem Film nämlich ein ganz individueller Farblook gegeben. All diese Projektschritte entstehen in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit unseren Kunden. Durch unsere Feedback-Schleifen gehen wir nochmal auf die Wünsche unserer Kunden ein und holen das Beste für sie raus. Und zum Schluss gibt es natürlich das, worauf sich alle am meisten freuen, den finalen Film.